Was dieser Frau in Disneyland passiert ist, ist unvorstellbar. Der Tod in Disneyland, Part 1. Im Jahr 1979 besuchte eine 31-jährige Frau mit ihren Freunden Disneyland. Sie entschlossen sich schnell dazu, die Fahrt Space Mountain mal auszuprobieren. Es ist eine der Attraktionen im Disneyland. Ungefähr so sieht diese Attraktion aus. Und obwohl Achterbahnen schon gruselig genug sind, könnt ihr euch nicht vorstellen, was diese Frau erlebt hat. Als die erste Fahrt rum war, fühlte sich die Frau unheimlich schlecht. Ihr war schwindelig übel und sie konnte es nicht mal mehr alleine schaffen, aus ihrem Sitz aufzustehen. Einige Mitarbeiter wollten ihr helfen. Leider waren nicht alle informiert. Und so passierte das Unglaubliche. Ein Mitarbeiter, der vorne stand, bediente die Attraktion nochmals und so war die Frau gezwungen, ein zweites Mal mit der Maschine mitzufahren. Nach der zweiten Fahrt ging es ihr so schlecht, dass sie in ein Koma versetzt worden ist. Innerhalb einer Woche verstarb sie.